Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Woche. Luca meinte letztens, sie findet es immer lustig, dass ich viele Sachen so singe. Ich bin halt ein singender Mensch, wenn ich gut drauf bin. Heute bin ich gut drauf. Und heute passieren schöne Dinge. Und nicht so schöne, wie dem auch sei. Ich freue mich, dass die Woche wieder losgeht, weil ich habe halt Lust auf alles, was ich mache. Heute, jetzt, was ich als erstes mache, ist OPT-Test, ein Englisch-Einstufungstest, um rauszufinden, wie gut mein Englisch ist und welche Kurse ich dann belegen kann, weil ich muss ja Spracherwerb belegen dieses Semester. Mache ich natürlich Englisch, weil mir das am meisten bringt. Dann filme ich und schneide ich mein Favoritenvideo und mein Podcast mit Lukas, den ihr schon gesehen haben müsstest, wenn das hier rausgekommen ist. Viel Schneidearbeit und heute Abend, irgendwann will ich auch nochmal rausgehen heute, vielleicht in die Stadt laufen, ich will mir einen neuen Tee kaufen, mein Tee ist nämlich alle. Und heute Abend skypen Emina, Luca und ich und es geht um die zweite Ausgabe von TND, zweite Printausgabe und es geht um die Themen. Die Leute, die uns so Vorschläge gemacht haben, wir sortieren das heute aus und schauen, wer dabei ist. Viel zu tun. Diese Woche an sich steht weder unter dem Licht der Produktivität, aber ich wollte das auch nochmal dazu sagen. So, ich hoffe, ich tue niemanden mit meiner Produktivität oder dem, was ich mache, irgendwie innerlich stressen oder stelle das so dar, als wäre das so der einzig wahre Weg zu leben. Tu das, was dir gut tut. So, mir tut es gut zu arbeiten, meine eigenen Projekte zu machen. Ich bin aber auch ab und zu einfach der Mensch, der rumliegt und nichts macht. Und wenn manche Leute gerne die ganze Zeit rumliegen und nichts machen und sie das erfüllt, sollen sie das auch machen. Und ich will Stress oder sowas gar nicht glorifizieren. Es ist Stress. Es gibt guten und negativen Stress. Und der negative Stress, wo einfach zu viel Arbeit ist und es dir auch wirklich nicht gut geht, das ist nichts, was ich also wünschenswert finde. Aber ich habe gerade eine ganz gute Balance gefunden. Das macht mir Spaß. So, genug zum Intro. Ich lade jetzt die Kamera und wir sehen uns später. Ich habe 93 Punkte in diesem Test bei allen Sachen, also bei Hören und Schreiben und Verstehen. Hören und Verstehen ist, glaube ich, dasselbe. Anyway, ich habe 93 Punkte, ich habe C1 und das ist irgendwie GLP4. Jetzt habe ich geguckt, was es so gibt. Es gibt halt einen Business-Englisch-Kurs, was ich natürlich liebend gern machen würde. Allerdings ist da schon wahrscheinlich alles voll. Und jetzt bei dem anderen Kurs, der mich interessiert. Na, jetzt habe ich mich auf die Warteliste von dem anderen eingetragen. Weiß nicht, ob es kann. Es ist immer ein großer Mist. Ja. Naja. Ich hoffe, ich komme da rein, weil ich will echt. Ich will General English oder halt Business English. Ich will keine Ahnung, Drama oder so. Drama Englisch. Ich will das, womit ich auch was anfangen kann. Naja. Ich habe jetzt seit ein paar Tagen diese Nagelölkur mit diesem Dr. Hauschka-Dings gemacht. Also ich bin so. Also ich merke schon, dass es ein bisschen hilft. Es macht jetzt nicht unglaublich schnell Fortschritt, aber das ist, glaube ich, normal. Ich mache das ja auch nicht mal seit einer Woche. Aber jetzt, immer wenn ich am Laptop bin, dann habe ich. Und die Nägel sind nicht lackiert. Ich mache dann halt irgendwie so den. Dann hänge das hier so rein und dann kappe ich rum, dann wird das weich und dann bricht's. Und das passiert halt, wenn ich keinen Nagellack habe. Das habe ich jetzt bei zwei Fingern gemacht. Ein Nagel ist komplett ab. Das war eigentlich die Hand, wo die schon wieder schön lang gewachsen sind. Und der, naja, den konnte ich noch so ein bisschen retten. Meine Nägel sind auch alle nie gleich lang. Mich nervt das Thema. Das hat halt wahrscheinlich mit einem unbewussten Stress. Jetzt habe ich vorhin gerade gesagt, ich bin nicht gestresst. Aber irgendwas in mir macht das doch noch. Weil ich bin so hibbelig immer. Warum knaubel ich denn? Das nervt mich. Aber ich gebe mir jetzt mal eine Pause und meine Händen und mache Nagellack drauf. Das ist zwar eigentlich, jetzt gerade weil ich noch im Aufbau war, nicht so gut. Aber es ist besser, als wenn ich mir das jetzt alles abknabbere. Und dann habe ich nämlich weniger gewonnen als vorher. Und der Nagellack beschützt das ja auch alles noch ein bisschen. Und ich hatte mir jetzt mal, bin ich wieder über ein altes Video von mir gestoßen, wo ich den pinken Kitty-Nagellack gemacht habe. Und auf den habe ich irgendwie jetzt wieder Lust. Der ist zwar überhaupt nicht herbstlich. Ich habe nicht so richtig herbstliche Farben. Außer den, aber der ist mir zu glitzer. Ist nicht gut für die Nägel. Deswegen, ich glaube, ich mache mit den drauf. YOLO, warum nicht auch pink im Herbst?
Guten Morgen, liebe Sorgen. Seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch gut geschlafen? Ja, ist ja alles klar. Ich finde mein Outfit heute richtig on point für meinen Arbeitstermin. Das wird jetzt bestimmt wieder nicht fokussieren, aber ich habe einfach meine blaue Lieblingshose an. Vielleicht findet ihr die, ich glaube auf Kleiderkreisel gab es noch ein paar ähnliche von denen. Und Someday ist die. Mein Blazer. Auch der, vielleicht auch Kleiderkreis noch findbar, Minimum. Und dieses Shirt von Organic Basics. Habe ich übrigens Code, Werbung. Manche Codes sind halt forever. Aber ich finde das ziemlich nice. Ich habe jetzt noch keine Schuhe an. Aber ich feiere es irgendwie. Ich feiere es und ich mag auch so verschiedene Dunkelblaus zu mixen. Also so verschieden sind die jetzt gar nicht. Die passen schönerweise ganz gut zusammen. Aber mit diesem Pink und so, das war eine gute Idee, glaube ich. Das Problem bei diesem Ding ist, muss ich ehrlich sagen, dass ich hier immer schwitze, wie sonst was. Und man sieht hier die Schweißflecken. Deswegen werde ich die ganze Zeit den Blazer drüber haben. Und das T-Shirt wahrscheinlich nicht mehr so ohne irgendwas drüber anziehen. Das ist manchmal so. Ich habe mal gehört, Thema Schwitzen. Ich bin ja jemand, der mega schwitzt. Egal, ob ich Deo verwende oder nicht. Und es gibt Deos, die das so wirklich unterdrücken würde, aber das sind halt dann die Deos, wo so ganz viel Aluminium drin ist und das will ich halt auch nicht. Schwitzen tue ich aber auch an den Füßen zum Beispiel und da hat neulich meine Tante gesagt, dass man sich die Füße verölen lassen kann, also die Schweißdrüsen wahrscheinlich. Und da habe ich gefragt, kann man das auch bei den Achseln machen, weil das würde ich sofort machen. Aber vielleicht fasse ich das mal bei den Füßen ins Auge, so im Sommer. Das würde mir wirklich einiges. Es stinkt auch nicht, es ist einfach nur nass. Genau, es stinkt auch nicht wirklich, es ist einfach nur nass und das nervt mich schon. Aber ich glaube, das geht nicht. Man könnte so Pads oder sowas tragen. Aber die es da so beim DM gab, die hatten online auch so verschiedene Bewertungen. Waren nicht alle so happy. Falls ihr irgendwas wisst, ich glaube, Slip-Anlagen könnte man sich sogar hier reinkleben. Falls ihr mit irgendwie so einem Trick Erfahrung habt oder ein Deo kennt ohne Aluminium, was wirklich, wirklich, wirklich hilft, dann sagt mir mal Bescheid. Ansonsten, ich war gestern noch kurz in der Stadt, habe Tee gekauft und schöne Blumen. Das sind so Rosen. Kleine Rosen. Das war ein großer Strauß und dann konnte ich sie so jetzt in der ganzen Wohnung verteilen. Sowas liebe ich ja immer. Und hast du ja gestern auch schön gemacht. Wir haben gestern mit Tieren ja noch ganz lange geskypt. Das ist eine neue Aufgabe. Sage ich heute denen Bescheid, die dabei sind und denen, die nicht dabei sind. Und ja, ich glaube, das wird alles ziemlich rund und cool. So, bis dann. Das ist aber ganz dunkel. Ich sitze hier, habe gerade aufgelegt. Gerade telefoniert, unser Pitch-Video für den Social-Media-Führerschein geplant und ist auch minimal kleiner als so, wie wir uns das gewünscht hätten, aber für Marketingzwecke ist es so extrem wichtig, dass wir so ein kleines Video oder halt Visuals oder selbst Fotos haben, die das Ganze anschaulicher darstellen, dass wir das jetzt bald schon machen. Frische Luft und so, Abstand. Eigentlich nur zwei Leute dabei. Das haben wir gerade uns ausgedacht. Und ich bin guter Dinge. Ich mag die Leute so gern. Ich mag so gern. Die sind wie so meine kleine Familie. I love these people. Jetzt mache ich mir Schnitten mit veganer Salami. Ach so. Und in Ilmenau war es super gut. Wir waren bei Subway. Ich liebe Subway. Dieser vegane Sub. Beste Leben. Beste Leben. Bei diesem Patent-Dings. Mit dem Anwalt war es auch gut. Ging total schnell vorbei. Wir haben gehört, was wir wollten. Wir können jetzt voranschreiten. Und ich bin happy, es läuft alles. Jetzt muss ich so was essen greifen und dann versuchen, das nicht alles über den Kopf wächst im Leben. Aber es wird schon. Moin Leute, ich habe noch gar nicht Hallo gesagt und jetzt bin ich kurz zum Losmachen. Ich treffe mich jetzt mit meinem Prof, also sozusagen meinem Chef von meinem Job und zeige ihm, was ich bis jetzt gemacht habe. Irgendwie habe ich voll Angst davor, dass es nicht reicht oder so. Ich muss mich da erst einfühlen in das
Erwartungsbild. Aber ich finde, ich habe coole Ideen. Ich konnte jetzt auch noch nicht so viel machen, weil noch nicht so viel über das Projekt feststeht. Aber ich bin auf jeden Fall eher an der Uni und kann mich nochmal in alles einlesen. Wie das halt so ist, wenn man sieben Sachen gleichzeitig macht. Man muss sich immer erst nochmal einlesen. Das wird schon alles. Ich werde euch berichten. Denke ich auch einkaufen. Und dann ist es heute ist ein voller Tag. Heute ist ganz schön viel zu tun, aber ich freue mich. Bis dann. Hallo, hallo. Immer schön durchlüften. Eure Wohnungen. Das wollte ich nochmal sagen. Das mache ich jetzt auch mehr. Ich bin nie so der größte Lüfter gewesen, aber jetzt mit der derzeitigen Situation ist es echt wichtig. Ich war auch noch ein. Also, erstmal, mein Prof war zufrieden mit dem, was ich gemacht habe. Und ich kann genauso weitermachen. Und wir haben jetzt ein bisschen To-Do's ausgemacht. In 2 Wochen treffen wir uns wieder. Und dann in 3 Wochen treffen wir uns mit allen, die zu dem Projekt gehören. Ich soll vorstellen, was ich überlegt habe. Soll ich ein Handout machen und so. Also es läuft. Danach war ich einkaufen. Wartet mal kurz, mein Tee. Seit neuestem, immer wenn ich mir Tees mache, vergesse ich das dann. Und dann wird der Tee kalt. Versuche ich gerade besser zu werden. Ich war einkaufen bei einer Tour und habe mir diesmal wirklich ganz viel, also was heißt ganz viel, aber 2 Sachen von diesen Pfandgläsern gekauft. Einmal Agavendicksaft und einmal Gemüsebrühe im Pfandglas. Das macht mich glücklich. Und da gibt es auch eine neue Cherry-Tea-Mate, ungesüßt. Ich hatte irgendwie Lust auf ein Getränk und da habe ich gedacht, probiere ich das mal aus. Irgendwie neu und ich liebe ja Cherry-Tea. Fun Fact, der Gründer von Cherry-Tea ist der gleiche Gründer, der auch Tomorrow diese Bank gegründet hat. Diese Ethikbank, für die ich auch immer so ein bisschen unbezahlte Werbung mache. Unangestellte Werbung. Falls ihr da es euch mal angucken wollt oder ein Konto machen wollt. Naja, die derzeitige Situation ist wieder ein bisschen kritisch. Es gab noch Klopapier beim Alnatura, um das mal positiv auszudrücken. Aber es gab nur noch dieses hier. Bambus-Klopapier. Und Klopapier ist etwas, was natürlich super hoch im Kurs ist, was wenn es um Nachhaltigkeit geht. Und ich wollte es schon immer mal ausprobieren. Ich habe es aber nie gemacht. Ich habe immer das von Mach mitgenommen und dann halt diese Plastiktüte als Mülltüte benutzt. Das gab es die heute aber nicht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, probiere ich das tatsächlich einfach mal aus. Es sind 8 Rollen, dreilagig, 200 platt, 100% Bambus und klimaneutral. Bambus aus vorbildlich bewirtschafteten Wäldern. Ungebleicht, holzfrei, extrem weich, plastikfrei verpackt. Ja, also erstmal, I like, was ich höre. Ich habe es natürlich jetzt noch nicht probiert. Machen wir es mal auf. Es ist auch süß verpackt. Es ist halt in Papier verpackt. Das finde ich mega. Und es sieht so aus. Sieht sehr öko aus. Also ein sehr dunkler, also dunkler als so manch anderes Toilettenpapier. Es hat keine Muster oder sowas. Und wie es so ist auf Klo damit, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Aber ich werde berichten, falls euch das interessiert. Es war aber auch an der Zeit für mich, wieder Toilettenpapier zu kaufen, was bei anderen Leuten nicht der Fall ist. Und ich möchte nur noch mal wieder an alle appellieren, bitte nichts zu horten. Thanks for coming to my TED Talk. Ich glaube auch nicht, dass ihr das seid, die jungen Leute. Ich glaube, das sind eher so die mit 50er und plus. Jetzt setze ich mich an die Arbeit und hole mir meinen Tee aber ran. Good morning in the morning. Es ist Donnerstag und ich habe heute so utopisch viel zu tun. Und es wurden auch jetzt die neuen Maßnahmen bekannt gegeben. Und ich habe mir vorgenommen, jetzt bis Montag noch ein bisschen mehr so auswärts zu essen oder weiß ich nicht, vielleicht auch ins Kino zu gehen oder so. Halt die Sachen zu machen oder dahin zu gehen zu den Leuten und irgendwie Unternehmen, die nicht mehr aufmachen dürfen dann. To-Do-Liste sagt, Oma anrufen, Biomüll runter, Belege von der GbR, Termin Paton. Ah ja, das ist das in Elmenau wegen der Markenrecherche. Text in Memo sprechen, für das Pitch-Video. Ein großer Batzen ist das den Podcast schneiden und hochladen. Das mache ich sonst immer früher und ich bin schon ein bisschen zu spät. Deswegen starte ich jetzt. By the way, ich wurde jetzt schon ein paar Mal gefragt, warum es auf meinem Bildschirm, der nicht von Apple ist, so aussieht wie das Apple-Betriebssystem.
Das ist ganz einfach. Einfach den Bildschirm an dein MacBook, also ich habe ja ein MacBook von Apple, anschließen mit einem HDMI-Kabel und dann kannst du den Bildschirm synchronisieren. Das ist das Beste. Mein großer Wunsch ist natürlich irgendwann mal so ein iMac zu haben, also diesen Apple Computer, weil der einfach mega ist und das ist ja ein richtiger Computer, auch da steckt ja noch viel mehr drin. Aber so, wenn du jetzt einen Laptop hast und das einfach größer willst, hol dir einfach einen Bildschirm und mach das so. Ich glaube, viele wissen das, aber es gab tatsächlich auch einige, die sich gewundert haben, wie das funktioniert. Das ist ganz easy peasy. Und ich liebe das so sehr, ich kann es gar nicht sagen, aber ich habe das ja schon oft gesagt. Es macht mein Leben einfach, mein Arbeitsleben, sehr viel produktiver. Ich bin gerade ein bisschen überwältigt und das nicht unbedingt auf eine positive Art und Weise. Es ist einfach der Fakt, dass die Uni wieder losgeht und ich weiß nicht, ob das bei anderen Unis auch so ist. Wir müssen uns halt hier immer einschreiben über so ein System und es gibt generell einfach nicht genug Plätze für alle Studierende. Egal, ob es jetzt Literaturwissenschaft ist oder eine Sprache. Und ich und auch Leute, die ich kenne, wir haben ganz große Probleme, irgendwie Plätze zu bekommen. Bei mir ist es, ich habe da mir konkret gar nicht so große Gedanken gemacht, aber jetzt auch doch, wenn sich so die Sprachkurse, in die ich wollte, die sind schon voll und ich hatte keine Möglichkeit, mich da einzuschreiben, weil das auch alles nicht richtig ausgeschildert wird und es ist auf einmal schon voll und zu und ich verstehe es nicht und per Mail können sie mir auch nicht richtig antworten. Also ganz, ganz viele Sachen, dann bist du manchmal auf der Warteliste, dann haben aber Englischstudenten Vortritt und sowas. Also ganz verrückte Dinge und das kann halt bedeuten, wenn du in diesen Kurs nicht reinkommst und die sind dann komischerweise so mega streng, dass du dann dieses Jahr das nicht belegen kannst und dann auch nicht mal im Sommersemester, sondern also im Wintersemester wieder. Ist dir so ein Blödsinn? Okay, wenn alle Stricke reißen, könnte ich vielleicht in Litwi stattdessen ein Praktikum machen. Oder bei Corona ist auch ein Seminar. Aber Seminare gibt es auch wirklich. Es ist ein Teufelskreislauf und das hat mich gerade kurz... Es war mir kurz ein bisschen zu viel. Und mir ist an sich das, was ich liebe, das, was meine eigenen Projekte sind, so, die sind mir nicht zu viel, weil ich die liebe und weil mir das Spaß macht. Aber wenn zusätzlich zu dem... Nee, ich will nicht Stress sagen, weil es ist kein Stress, aber zu dem Alltag, zu den Aufgaben, zu den Sachen, die ich halt mit meinen Sachen mache, noch diese Uni-Sachen dazu kommen und mich so abgöttisch nerven, weil nichts funktioniert, dann ist das immer der Punkt, wo mir alles zu viel wird. Wisst ihr, was ich meine? Also dieses bloße Stück Uni ist mir zu viel. Naja, und das hatte ich gerade und ich habe jetzt völlig random, aber ich habe eine Peaceful Meditation Playlist angemacht auf Spotify und jetzt so meine Skincare-Routine gemacht und gehe jetzt ins Bett. Und das hat mir gerade oder ist gerade dabei, mir sehr zu helfen, so dieses Beschäftigen mit der Haut. Es gibt mir so krass viel. Diese kleine Routine einfach am Abend. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass es um die Skincare geht. Ich glaube einfach, dass es um die Routine geht, dass du abends noch mal so kurz 10 Minuten nicht auf den Bildschirm schaust, zum Beispiel. Not gonna lie, ich lege mich jetzt ins Bett und schaue irgendwas und freue mich drauf und schalte ab. Es ist auch, glaube ich, noch nicht mal 20 Uhr. Habe auch noch ein bisschen gelesen und so. Ach, es war eigentlich ein guter Tag. Ich war auch draußen, ich war spazieren. Aber ich will einfach, dass das alles safe ist und dieser Stress, der nervt mich, aber ich glaube, am Ende wird schon alles gut werden. Und ich schaffe das schon alles. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe das Gefühl, zu diesen Semestern sind viele auch ein bisschen kulanter, sage ich mal. Also
lassen doch noch ein paar Leute ins Seminar mehr rein. Zumindest erhoffe ich mir das. Ja, also mal schauen. Ich werde euch morgen informieren, wie es aussieht. Bis morgen. Guten Morgen. Heute ist ein verrückter Morgen, wegen zwei Sachen. Mein Freund kommt jetzt gleich vorbei und bringt Brötchen mit. Das machen wir ganz selten, dass wir uns so zum Frühstück verabreden, obwohl er nicht hier geschlafen hat. Aber heute ist the day, wir haben uns gestern nicht gesehen. Hey, we are like that. Und manchmal so, wenn man volle Tage hat und heute ist hinten raus auch wieder ein bisschen lang, muss man sich auch mal was gönnen. So, die andere Sache ist, wer kennt diese Hose noch? Ich habe heute die Nora-Hose mal wieder an. Und ich finde es ganz nice. Warte mal. Ich finde es ganz nice in Verbindung mit diesem Pulli. Weil da hast du unten so schick. Und oben so leger. Man könnte es auch reinstecken. Muss ich dann noch gucken, wie ich es mache. Aber das ist so, genau, mein Look. Das ist eigentlich, ja, das ging vorher nicht, weil da das Klavier steht. Aber jetzt kann ich immer hier so Outfits-Videos drin. Outfit-Videos. Ich glaube, ich bin nicht so der Outfit-Video-Mensch. Ist nicht so meine Sparte. Das ist mal eine Frage an euch. Was würdet ihr sagen, ist meine Nische? Also auf YouTube. Also wofür bin ich so bekannt? Was ist mein USP? Was ist mein Alleinstellungsmerkmal? Was ist meine Nische? Also würdet ihr sagen, ist es Nachhaltigkeit? Oder würdet ihr sagen, dass ich über Gefühle rede? Würdet ihr sagen, das ist Gründen? Weil im Moment mache ich so vieles auf einmal. Ich glaube, das ist auch, hat seine Berechtigung. Aber vielleicht könnte ich mich auf irgendwas spezialisieren, wo ihr sagt, das ist deine Nische, Nora, und bleib dort drin. Das würde mich mal sehr interessieren. Ja, bis mein Freund jetzt kommt, decke ich ein bisschen den Tisch und schneide schon mal den Vlog los, glaube ich. Viel zu tun heute. Leute, ich hatte euch doch von Mate ohne Zucker erzählt. Ich sage nichts dazu. Geht gar nicht. Heute war so ein mittelproduktiver Tag, weil mein Freund die ganze Zeit da ist und mich auch ein bisschen ablenkt, aber es ist auch mal ganz schön. Ich habe aber auch Sachen geschafft, komischerweise, nebenbei. Jetzt habe ich gleich die Einführung in mein Seminar und ich gehe heute eigentlich was Tolles noch abholen. Ich schneide es noch rein. Morgen muss ich morgen den Vlog dann abends fertig machen und hochladen und alles, aber das sollte schon funktionieren. Oh mein Gott! Ja, auf jeden Fall. So Baby zum Beispiel hat nicht so richtig Verständnis für die Entscheidung. Ich bin so stark. Ach, das Ding ist kaputt und es ist einmal wieder so stark. Bis jetzt war es ja immer so, dass jedes neue Kochbuch dann jeweils mein Lieblingskochbuch war. Aber das wird wirklich dein Lieblingskochbuch? Ich glaube, das wird mein Lieblingskochbuch, weil das halt so quick and easy, 10 Minuten, 20 Minuten Koch-Forward, das ist genau das Richtige. Total. Wie viel hat es gekostet? Und ich brauche vor allem ja auch neue Inspirations. Das hat 29 Euro gekostet. Oha. Ja. Kriegst du mal den Teller her, bitte? Ich schaue gerade die ganze Zeit den Livestream von SOS Sessions mit an meinem Kanal. Ich vermisse es nicht. Nee, ich habe eine schöne Zeit. Ich habe zu spät eingeschaltet und jetzt konnte man sogar noch mal vorspulen. Jetzt gucke ich mir den Anfang von der ganzen Session auch noch mal an. Wow, ich sehe richtig ready for bed aus. Morgen ist unser Pitch-Spray. Ich bin sehr gespannt, aber ich glaube, ich vlog's nicht. Es wird zu stressig wahrscheinlich. Aber ich sage euch morgen früh tschüss. Gute Nacht. Und ich verlinke das, wenn man das sehen kann, meine Infobox. Falls ihr Lust auf ein schönes Anne-Mai-Kantereit-Konzert habt, was ich richtig krass finde, sie haben dieses eine Lied für Pia, hieß es, glaube ich, gesungen, wo es um Seenotrettung ging. Und dann meinte halt Henning zu seinen Bandmitgliedern,
Jungs, ich sage jetzt nicht, in welcher Stadt das war, aber wisst ihr noch, als wir in einer Stadt dieses Lied gespielt haben und die Leute haben gebuht? Und ich musste sofort denken, oh Gott, das war bestimmt irgendwo im Osten, wenn es nicht Dresden war. Es war vielleicht noch östlicher. Ich weiß nicht, vielleicht war jemand von euch bei diesem Konzert und kann mir sagen, wo es war. Ich finde das so krass, die Vorstellung davon, weil man immer denkt an Maikantareit. Fans sind so links, aber ich finde nicht, also Seenotrettung sollte gar keine Frage sein, ob man das macht oder nicht. Also, dass das überhaupt noch zur Debatte steht, ist eigentlich der größte Fehler. Also, ich habe einfach keine Worte dafür und dass man sowas ausbucht, habe ich auch keine Worte dafür. Deswegen umso wichtiger, dass man darauf immer wieder aufmerksam macht und einfach immer wieder sagt, dass das noch wichtig ist, dafür zu kämpfen, schätze ich. Mit diesen Worten, gute Nacht. Guten Morgen. Heute habe ich mal wieder den Pulli an. Eine kleine Filmregel ist nämlich nicht ganz schwarz, nicht ganz weiß. Und natürlich wäre ich gerne ganz schwarz gegangen, aber alles gut. Ich stecke mir dann hier dieses coole kleine Mikro an. Hallo, herzlich willkommen. Das wird vielleicht... Mein Handy hat gerade schon wieder abgebrochen, weil ich zu wenig Speicherplatz habe. Ich muss mal hier wieder was löschen, das nervt mich komplett. Anyway, wird vielleicht auch die Tonqualität meiner Videos, meiner Mittwochsvideos vielleicht revolutionieren, falls ich es benutze. Ich wollte euch eigentlich nur Tschüss sagen. Am Mittwoch kommt die Abendroutine, auf die wir alle schon sehr lange warten. Also Skincare-Routine. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Vlog. Bis bald!